Willkommen zurück bei Father and Son Play for Fun. Und heute ist Dienstag und dienstags gibt's Post. Und wo ist mein Hund? Da ist er. Ich will noch nicht vergessen hier. Das machen wir doch immer zuerst. Erstmal den Hund streicheln. Ist ja immer über meinen Hund hier. Also, meckert, das geht doch nicht. Das Lager ist umgezogen, finde ich jetzt nicht so prall. Das ziehen wir da ja wieder in die andere Ecke. Aber ja, ich zeige euch mal, wo es ist. Hier ist es. In diese Richtung wäre es mir lieber. Aber jetzt gucken wir erstmal. Nee, wir holen jetzt erstmal Post. Was sucht die Madame heute? Ja, komm, hol schon ab hier. Nachtwache. Dann schauen wir mal. Einen schönen Ring, Blauregen und ein Habichtei. Da habe ich wohl ein paar von. Hoffe ich. Und jetzt gucken wir mal, was liegt heute so an. Okay, einem Hund zu etwas Interessantem gefolgt. Fliegende Vögel getötet. Gegenstände an Gast verkauft. Ah, hier die Kräuter sammeln. Noch mehr Kräuter sammeln. Oh, Tabak geraucht oder gekaut. Da fangen wir gleich mal mit an. Zwei aus der Ecke. Kopfgeld mit Truppenmitglied und eine schwierige, das wird nix. Große Tierkadaver, 6 Stück. Halleluja. Lagereintöpfe gegessen und Waren an entfernten Käufer verkauft. Ich weiß nicht. Was mit dem Spaten finden, Münzen und Sammlerstücke. Mal wieder Sammlerstücke, meine Güte. Plündern. Geld verdienen, giftigen herstellen und eine Nummer, eine Runde getanzt, legendäre Tiere fotografiert und Zähigkeitstonika. Gut, bevor wir was essen. Wo ist denn hier? Wo ist denn hier? Da ist er. Achso, da unten sind irgendwelche Kräuter auch, ne? Ach, das machen wir später. Mal eben in die kalte Ecke. Und dann werden wir wohl eine Landkarte für Münzen nehmen, damit wir dann auch wissen, wo die Madame ist. Das Pferd ranpfeifen. Oh. Da habt ihr es gesehen und gehört. Naturkundler. Legendäre Tiere fotografiert. Das versuchen wir jetzt mal. Dafür nehmen wir aber erst ein Tarntonikum. Dass der uns nicht so schnell bemerkt. Geben die Kamera raus. Ja, das war falsch. Oh, wo ist der Kerl? Er friert schon. Das ist gut. Da irgendwo sitzt er doch. Da ist er. Kamera ist voll, das ist egal. Erledigt der Fall. Nochmal das Hütchen ab hier. So, Mensch, wir könnten mal eben das Zähigkeitstonika nehmen. Tonikum. Aber wo wir gerade hier sind, checken wir natürlich. Ist hier irgendwas? Ja, irgendwas ist hier. Oh, Tarotkarte. Scheint nichts zu sein. Dann sollen wir giftigen Schwarzgebrannten herstellen. Moment, 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 Moment. Da ist er.
Lassen wir mal im Alpha da. In. Und dann machen wir den auch mal eben direkt. Und dann geht's weiter. Oh, das mit dem Feuer hat ja wohl nicht so gut geklappt hier. Oh, Dynamitpfeile. Ja, machen wir einen anderen mal. So, auch erledigt. Ab nach Hause. Jetzt brauchen wir mal eine. Jetzt mal eben was. Drei Stück sollen wir ja essen. Das kriege ich hin. Ach so, jetzt wo wir noch kein Tier getötet haben, könnten wir mal eben kurz zu Harriet, oder? Geld ausgeben. Alles nachkaufen. Mal eben prüfen, wie weit ist der Kollege. Ah, der hat nichts zu tun, oder was? Doch. So, hier stehen noch irgendwelche Kräuter rum, oder? Das ist falsch in Erinnerung. Da. Was haben wir denn da? Möhren. Sandthymian. Muss ich den hier aussammeln? Kann man ja mal so nach und nach, ne? Schon mal ein paar einsammeln hier. Was man hat, das hat man. So, was wächst hier noch? Rebhuhnbeere. Auf jeden Fall. Ist ja eher selten. Mal hier. Brauchen wir nicht. Auf zu Harriet. Da könnte ich ja schon mal. Aber hier liegt heute nichts. Let me see what you've collected. Dame Glück. Sie spricht mit uns. Also, Biber brauchen wir nicht. But often very fast. Brauchen wir auch nicht. You know, mammal comes from breast, the giving power of the mother, the nurturing breast. One of our smaller friends, but no less important. Und dann geben wir direkt das Geld aus, kaufen alles nach, was wir hier brauchen. These are essential. Be careful using them on small animals. Auch von den Lebenden, ne? It's too much for them, and they'll be taken out, same as any bullet. Release this when you're in legendary animal territory, and wait for their response. A powerful tool for communication. All set then? Was ist das? Just keep an open mind. Ach, hier, das war das Pferdegetrappel oder was? Meine Güte, was ein Getöse. Nein. Nein, 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 nein. Das ignoriere ich, aber mal ganz entspannt. Ist auch nichts, das gibt's doch nicht.
auch nicht. Ja dann, erstmal auf zur Schwarzbrennerei. Bisschen Geld verdienen. Und dann war es richtig, ne? Münzen müssen wir suchen. Gegenstände mit dem Spaten gefunden, Münzen, alles klar. Dann nehmen wir da auch schon mal die Landkarte zu Hilfe. Okay, das hier und das geht. Ja gut. Ist wie es ist. Dann liegt hier vorne vermutlich noch eine Tao-Karte. Da ist sie. Schwarzgebrannte ist fertig. Got some more work for you. Marcel, quel talent. I have some ideas. Ich auch. Wir verkaufen das mal für Geld hier. Ah, I was wondering when you were going to get here. This is a good batch, of course. They are all good batches, but this one is superior, eh? I have found a buyer who will appreciate it. And most important, they will pay for it too. Oh, ich liebe das, wenn er so viel erzählt. All you have to do is to be attentive, eh? Seigneur, ayez pitié. Auf nach Blackwater. Das ist ja nicht so weit. Da ist die Kontrollstelle ja schon hier vorne. Oh, wir dürfen durchziehen. Glück gehabt. Hätte ich auch heute keinen Bock drauf gehabt. Ne? Also so gar nicht. Ehrlich, schneller kann man das Geld ja nicht verdienen. Eben schnell nach Blackwater die Kohle verdienen. Und dann, denke ich, kümmern wir uns eben um die Münzen. Unbedingt mal wieder so kleine Taschentierchen sammeln. Sonst... Ja, irgendwann kommt ja wieder diese Aufgabe mit, ne? 20 Stück in 10 Minuten. Das artet ja sonst in Stress aus. Oh, das ist ja gut gelaufen. Gehört irgendwie Ballerei. Oh, mal gucken, was da los ist, oder? Das hört sich an, als ob da einer von so einem Puma angegriffen wird. Ja.
Okay, das ist jetzt umgelaufen, ne? Da muss ich auch mal schnell. Oh, gern geschehen. Thank you. Hope to see you again. In town, maybe? Sammlerstücke von Nichtspielercharakter. Hä? Aha. Merkwürdig, oder? Das muss ich jetzt mal im Nachgucken hier. Gegenstände mit einem Spaten, alles klar. Und hier Sammlerstücke von gegnerischen Nichtspielercharakteren geplündert. Okay, die Pumas waren Gegner und die Reißzähne dann oder was? Aber was soll's? Gute Aktion. Da können wir nachher noch hin. Oh. Ja komm. Machen wir erst hier unten, oder? Ja gut, ich will mich nicht beschweren, ist gut gelaufen. Dann hat das ja quasi doppelt gelohnt hier, ne? Zwei Puma-Pelze. Die verschnacken wir aber bei Gas. Immer querfällt ein, ne? So weit war das doch gar nicht. Hoch. Also hier bin ich auch selten. Oh, hier im Gebüsch, da hat man ja schon Sorge, dass eine Schlange irgendwo beißt, oder? Soll irgendwo sein. Da ist es. Was haben wir hier? Gesetzloser. Nee. Klar, da könnten wir jetzt doch vermutlich plündern. Können wir aber auch lassen. Und ich lasse es. Moment mal, wir sind in der Nähe von dem Kollegen hier, oder? Ja, in der Nähe ist gut. Ja, können wir später mal. Nein, das war falsch. Wir wollen ja sowieso noch das Lager woanders hinziehen, dann besuchen wir den Kollegen Gast dann da, denke ich. Jetzt erstmal die Münzen, damit wir wissen, wo die Madame ist. Hier gibt es meist Sammlerstücke.
klar, heute nicht. Vielleicht kommt jetzt noch ein Boomer. Hier ist heute auch nichts. Also das ist selten, oder? Da ist es schon. Na, nicht Einstellung. Karte, so. Jetzt bin ich gespannt, wenn hier ein Puma wäre, ob der Trick nochmal funktioniert hier. Schade, schade. Naja gut, wir werden ja noch irgendeinen Gegner finden, eine Straßensperre oder ein Kopfgeld machen. Und da soll wohl einer was dabei haben. So, ich könnte mal eben... eine durchziehen. Und Kautabak gilt auch. Nee, wir reiten weiter geradeaus. Hier so ein bisschen ab. Apropos abkürzen, wo wir gerade hier sind. Ne, da ist nichts. Oh, da ist ein Schwarzbär. Wenn ich dem jetzt eine Kralle, ist das ein Sammlerstück? Ja, jetzt geht's aber richtig schief hier. So, das ist ja ein Gegner, der war ja knallrot. Gespannt. Nö. So, wollen wir hier mal absteigen. Ach, das ist ja, glaube ich, auf der gegenüberliegenden Seite, ne? Irgendwo hier. Denn dann... reiten wir eben hier hin, verlegen gleich einmal das Lager und wenn wir dann ungefähr hier so sind, dann holen wir das wieder und dann hoffe ich, ist es da, wo es sein soll. So, die Münze auch gefunden, die Landkarte abgearbeitet. Da liegt noch eine Tarotkarte, sehe ich und höre ich gerade. Und dann checken wir mal, wo ist die Madame? Wo ist sie? Ich denn? Ah, hier. Da ist die Madame heute. Ja, dann auf zu Gas.
Oh, Clubbelohnung. Belohnung wurde diese... Ah. Ja, danke. Jetzt näher. Ackerminze, ja, die brauche ich ja immer. Ein bisschen, das war zu sportlich hier. So. Auf zu Gas und wie gesagt, eben versuchen das Lager rüber zu ziehen. Das hörte sich an wie ein Elch. Verschonen wir aber heute. Ah, wir könnten wieder Glück haben im Puma. Gut, Fuchs brauchen wir nicht. Ja, auf jeden Fall. Fünf Sachen verschnacken. I see you come bearing gifts. Please take a look. Oh, excellent quality. Okay then, let's take a look. Sure, why not? Und schon sind wir fertig damit. Hope to see you again. Dann ziehen wir uns mal eben eine durch und verlegen mal eben das Lager. Oh, wir sollten ja was Großes mitbringen, ne? Ja. Aber dann nehmen wir besser was, was gar nicht so viel an Vorräten mit sich bringt. Dann hier in dieser Händler... Oh, was habe ich... Ja, die kann ich jetzt gar nicht gebrauchen. Obwohl eigentlich schon, ne? Wenn jetzt der Wagen... Das ist clever, oder? Fahrzeuge im Besitz. Jagdwagen. Na super. Denn dann könnte ich die drei Wölfe, und Wölfe bringen ja gar nicht so viel, schon mal auf den Wagen schmeißen. Weil wenn der Wagen nicht mal langsam hier hinkommt, dann sind die Wölfe weg. So weit weglaufen darf ich nicht. Sonst verschwinden die. Und man kann den Wagen ja nicht ranpfeifen. So, und drei schlechte Wölfe. Die können wir ja schon mal verladen hier. Oh, der ist sogar perfekt. Na gut, den können wir ja drauf lassen.
Denn auch hier gilt wie immer, ne, was man hat. Oh, der ist auch perfekt. Das ist ja eigentlich viel zu schön und zu schade dann. Nee, dann. Verwahren wir die lieber. So, Lager. Das ziehen wir gleich von woanders hin. Fahrzeuge in Besitz. Und wegschicken. Dann ziehen wir jetzt das Lager gleich hier rüber. Das hört sich an. Ja, aber damit waren wir doch durch, ne? Sehe ich gerade so nicht. Ja, ja. Also, mit dem legendären Bären legen wir uns jetzt nicht an. Da habe ich jetzt überhaupt gar keinen Bock drauf. So, halten wir mal hier so ein bisschen hin. Hoffen, dass das Lager hier in der Nähe spawnt dann. So, Lager. Wo ist es? Nirgends. Es steht, dass es hier ist. Jetzt ist es wieder da. Da ist es. Passt schon. Das ist das, was wir brauchen hier. Und ihr wisst, die dürfen ruhig schlecht sein, ne? Denn 6 Stück in gut oder perfekt abgeben, klappt ja gar nicht. So, und spenden wir die mal eben. Docks are looking good. Okay, Ben. No comment. So, Versorgungsmission war doch nicht, oder? Große Tierkadaver. Nö, ja dann. Stellen wir den Spaß doch hier. All right, moving right along. Und gucken wir mal, ob wir noch ein paar Gabelböckchen finden. Jetzt können wir natürlich da drüben gleich mal eigentlich da aufräumen. Oh, 3 Sterne können wir nicht gebrauchen. Sonst geht mir das nachher zu schnell hier.
Weil so viel Platz haben wir hier ja nicht. Supplies are looking healthy right now. And anything's better than nothing. So, was müssen wir überhaupt noch machen? Drei Stück noch. Das tut ja dann. Ja gut. Das schaffen wir ja auf jeden Fall. Zähigkeitstonika, wie lange sind wir dabei? Hat auch schon nachgelassen. Dann eine Runde tanzen. Oder eben von irgendeinem Gegner was abkassieren. Dann machen wir das doch folgendermaßen. Wir räumen hier mal eben auf. Bisschen unkonventionell. Gut, man muss auch treffen, ne? Ich wollte eigentlich hier hoch. Aber irgendwie nicht. Warum geht der da nicht hoch? Hey, I got a bullet for you right here. Wir erledigen beim Ding, Kerl hier. Der schießt zurück hier. Kastenschiene explodiert, da? Nee. Wie erwische ich den am einfachsten? Gar nicht. Treffe ich die nicht? Ich brauche nur ein Sammlerstück. Das Ding nicht benutzen hier. Ich verrecke. Na, eben was essen. Weil ich will jetzt nichts anderes nehmen, weil ich ja noch das Zähigkeitstonikum nehmen will hier. Super, wenn der raufkommt. Vielleicht bin ich platt hier. Jetzt, weil ich nicht aufgepasst habe. Egal. Ja, ich will keine Arznei nehmen, denn ich will da gleich noch das Zähigkeitstonikum mir reinschmeißen. Und hoffe, dass da irgendeiner ein Sammlerstück hat. So viel sind's ja nie mehr.
Müssen wir erstmal looten. Haben die nichts dabei? Da ist es. Das war's, was ich brauche. Der Rest ist mir egal. Ich glaube, damit geht's am besten, ne? Was läuft denn hier noch aus? Okay. Ja, dann ist es jetzt clever, mal eben in die Schwarzbrennerei zu düsen. Was anzuschmeißen. Oh. Was anzuschmeißen. Das spart Geld. Ah ne, das machen wir mal ganz anders. Erst frieren, dann in die Schwarzbrennerei, dann was anschmeißen, dann tanzen. So. Na, falsch. Obwohl, muss ich ja gar nicht. Na, tanzen will ich auch gar nicht. Kann ja auch das Ding spenden hier. Und jetzt haben wir ja so eine Mission erledigt. Da sollten wir ja ordentlich Geld sparen. Da, kostet nämlich nur 40 Dollar. This will put airs on your face, yes? Und was er da macht, spielt hier am Ende gar keine Rolle. Yes, this will work very nicely. Hello. Wieder ein bisschen Action. Ab in die kalte Ecke. Lange dauern, ne? Bei minus 16 Grad. So schön kalte Füße dabei. Ach so. Ah ne, rauchen, ist das clever? Erhöht das irgendwas? Nein, das machen wir nicht. Mein Rauchen ist nie clever. Ne? Eine Belohnung, was ist hier los heute? Warum friert er nicht? Jetzt aber. Jetzt ab nach Hause. Die Herausforderung und da seht das. Eine fehlt uns noch. Wir brauchen noch zwei große Tierkadaver und dann ist es fertig. Da stehen sie schon und wissen es nicht. Hauptsache angepflegt. Und da hätten wir noch eine Kopfgeldjägernummer. Was hagelt es denn heute so viele Belohnungen hier?
Und dann spenden wir den Spaß. Supplies are good. I'm a happy man. Guess beggars can't be choosers. Erledigt. So soll es sein. So, war doch nur fünfmal Tabak, oder wie war das? Habe ich jetzt falsch in Erinnerung? Gegenstände an Gas verkauft, dann Thymian. Tabak, da ist es. Auch erledigt. Ja, die Pflänzchen sammle ich vielleicht noch im Laufe des Tages. Aber die neuen Rollenherausforderungen sind durch. Ah, da haben wir es geschafft für heute. So, ihr wisst jetzt, wo die Madame ist. Ihr wisst, was die Madame sammelt. Ja, dann vielen Dank für euren Besuch. Abonniert bitte den Kanal, lasst mir ein Like da und schreibt doch bitte was in die Kommentare. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei Father and Son. Play for fun.